Ja, zusammen herzlich willkommen. Ihr seht, wir sind im Disneyland. Ihr habt gerade unseren Sprung ins Disneyland gesehen. Und ja, wir verbringen hier die nächsten 2 Tage. Ich muss sagen, ich bin absolut begeistert. Das Schloss sieht in echt noch so viel besser aus, als es auf den ganzen Bildern aussieht. Und ja, wir sind gestern hier angekommen, waren gestern ein wenig im Disney Village gewesen und unsere Anreise und was wir gestern und heute Morgen schon so erlebt haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr seht, wir sitzen wieder im Auto, das heißt, wir sind wieder auf Tour. Und diesmal geht es tatsächlich für uns nicht auf eine AIDA-Kreuzfahrt, sondern wir sind auf dem Weg nach Paris ins Disneyland. Und ich muss sagen, ich bin schon mega aufgeregt. Ich war noch nie im Disneyland und ich bin aber riesiger Disney-Fan. Von daher, ich freue mich sehr und bin sehr gespannt, was wir die nächsten Tage so erleben werden. Ja, also wir sind wie gesagt gerade auf dem Weg. Wir haben noch ein paar Stündchen Fahrt vor uns und genau, morgen ist dann praktisch der erste Tag im Disneyland und übermorgen sind wir auch noch da. Also wir haben mehr als genug Zeit, um alles zu erkunden und euch natürlich überall mit hinzunehmen und euch das alles zu zeigen. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Ich bin auf jeden Fall schon total aufgeregt. Sebastian ist natürlich auch mit dabei. Moin. Sebastian war tatsächlich schon im Disneyland. Also für ihn ist es jetzt nichts Neues, beziehungsweise ist es bei ihm auch schon ein paar Jährchen her. Und man kennt es ja von Freizeitparks, wenn man da ein paar Jahre nicht ist, dann ist gefühlt alles neu. Ja, von daher lassen wir uns überraschen. Wir sind sehr, sehr gespannt und nehmen euch mit. Und wie gesagt, wir hoffen, euch gefällt es auch. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal in Paris, beziehungsweise habt ihr ja schon gesehen, dass wir gut angekommen sind. Ja, und dann viel Spaß mit dem Video. Bis dann. Okay, erster kurzer Stopp. Wir müssen laden. So ist das halt mit einem E-Auto, ne? Müssen wir öfter mal Pause machen, ist allerdings gar nicht mal so schlimm, weil ich muss eh auf Toilette. Und in dem Zusammenhang ist uns gerade aufgefallen, dass wir unsere Regenjacken vergessen haben. Was ein bisschen blöd ist. Für heute und morgen haben sie zwar super Wetter gemeldet, aber am Freitag soll es vielleicht regnen. Und wir wissen, Samstag, genau, soll es vielleicht regnen und wir wissen jetzt nicht so ganz, ach, das hat echt zu, oder? Ja. Oh nein. Ah, toll. Ah, da hinten ist noch was. Okay. Gut, weil wir sind nämlich in Deutschland, haben wir heute Feiertag. Allerdings in Frankreich nicht. Deswegen, wir haben auch noch gar nichts gefrühstückt. Und inzwischen ist es 12:45 Uhr. Und ja, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir irgendwo noch was zu essen finden. Ja, aber mit der Regenjacke wissen wir echt nicht so ganz, was wir jetzt machen sollen. Weil ich befürchte, im Disneyland eine Regenjacke zu kaufen, die wird wahrscheinlich 10-mal so teuer sein als eine normale Regenjacke. Aber ja, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Also. Oder wir hoffen, dass es nicht regnet. Das wäre natürlich die beste Alternative. Auf jeden Fall erstmal essen. Tatsächlich auch noch nicht gesehen. Das ist einfach ein Pizza-Automaten. Kann man sich an einem Automaten Pizza holen. Allerdings ist der leider außer Betrieb. Und ja, dort, wo wir jetzt drin waren, ihr habt es ja gesehen, also die hatten schon viel zu essen. Allerdings wollten wir eigentlich eher so was Kleines, so eine Brezel für zwischendurch und jetzt nicht groß Mittagessen. Ja, deswegen, wir gehen jetzt mal zurück zum Auto und schauen, ob wir vielleicht doch noch irgendwo eine Brezel finden. Das war jetzt unser Snack. Wir haben keine Brezze gefunden, aber war auch okay.
wie ihr gerade gesehen habt, wir sind angekommen. Ja, wir haben jetzt, wann sind wir los? Ich glaube, 10:30 sind wir los und wir haben jetzt, ja, gleich 16:30, aber wir haben sehr viele Stops gemacht und auch gemütlich, weil wir gehen ja heute nicht mehr in den Park, von daher war das ganz entspannt. Ich wollte euch mal noch kurz zeigen, wir sind in dem Hotel Campanile, also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber da ist auf jeden Fall der Name. Also das ist nicht direkt im Disneyland drin, wir sind ein bisschen außerhalb, ich glaube es sind 6 Minuten oder so. Hier gibt es auch einen Shuttle, den man da nehmen kann. Also das heißt, wir brauchen nicht mit dem Auto hinzufahren. Und das machen wir nämlich jetzt auch gerade. Wir fahren jetzt gleich mit dem Shuttle ins Disney Village, weil es ist nämlich so, dass das Disney Village tatsächlich kostenlos ist. Also ihr könnt da kostenlos rein, ihr braucht dafür noch kein Ticket. Und weil Sebastian meinte, dass das immer bei ihm zu kurz gekommen ist, weil man dafür gar keine Zeit hat, wenn man an dem Tag selbst im Disneyland ist, dachten wir einfach, das machen wir jetzt heute Abend noch. Und ja, das ist jetzt der Plan. Wir gehen jetzt mal raus, schauen, wo der Shuttlebus abfährt. Und genau, dann sehen wir uns im Disney Village. Wir sind jetzt drin. Also ihr müsst tatsächlich für ins Disney Village durch diesen Haupteingang durch. Das wussten wir auch nicht. Also wir mussten jetzt gerade fragen, weil es da so ausgesehen hat, als ob man da schon die Tickets bräuchte. Dem ist allerdings nicht so. Also ihr müsst durch den Haupteingang und dann seid ihr drin. Und zum Park geht's darüber. Also das heißt, wenn ihr in den Park möchtet, müsstet ihr praktisch auf die andere Seite und dann werden wohl auch die Tickets gebraucht, aber fürs Disney Village braucht ihr kein Ticket, einfach durchgehen. Ihr werdet dann einmal kontrolliert, die Taschen, und dann seid ihr wie gesagt drin. Ich habe übrigens die perfekten Schuhe an, wollte ich nur mal gesagt haben. Extra fürs Disneyland. Ja, aber das sind keine Mickey Mouse Ohren. Oh. Cool ist diese Tasse. Aber das ist hier alles sehr Marvel und Star Wars Plastik bisher, ne? Ah, da kommen wir in den Cast-Bereich. Also ganz ehrlich, ne? Ich glaube, mit Kindern hier reinzugehen, ist absoluter Horror. Ja, hier laufen Kinder mit 5, 6 Stofftieren in der Hand rum. Ich stelle mir das schwierig als Eltern vor. Cool. Oh mein Gott! Was kostet der Spaß? 35 Euro. Soll ich die Classy holen? Was kosten die eigentlich? Die kosten bestimmt auch so um die 20 Euro, oder? 20 Euro. Sorry. 25 kosten die. Und
Oh, mit Glitzer und mit Schloss. Das kannst du ja später als Bühne aufsetzen. Ach, okay. Das ist aber süß, oder? Oder ich gehe als Stitch. Oh, der lässt aber das Öhrchen ziemlich hängen. Ist das normal? Okay, und das ist all over the top. Das bitte. Oh ja. Ach, ich weiß es nicht. Soll ich die ganz normalen holen? Die einfachen? Oder sollen wir einfach mal noch in einen anderen Shop gehen? Ja. Okay. Ihr seht, ich habe Mäuseohren. Ich habe gestern tatsächlich noch welche gefunden, die mir gefallen haben. Und die jetzt nicht knapp 40 Euro gekostet haben, weil das habe ich irgendwie nicht eingesehen. 40 Euro für ja, einen Tag, also für einmal Mäuseohren. Genau, ja, die erste Nacht war ganz okay. Also heute Nacht waren irgendwie so um 12 Uhr oder so, wo noch irgendwelche Leute gemeint haben, sie müssten Stühle durch die Gegend schieben. Deswegen hier auch wieder der Hinweis, ich hatte es schon mal erwähnt, am besten irgendwelche Noise-Canceling-Kopfhörer oder Oropax oder so. Und schaut euch mal bitte an, wie wunderschön es hier aussieht. Ich hatte es gestern schon gesagt, ich habe hier voll die Bridgerton-Vibes. Es sieht einfach so schön aus. Wirklich toll. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Frühstück. Da hinten gibt es tatsächlich noch einen Streichelzoo. Da haben wir gestern noch ein paar Aufnahmen gemacht. Das ist auch ganz süß, gerade für die Kleinen und so. Gibt es ein paar Ziegen, ein paar Esel, ein Pferd. Und genau, wir gehen jetzt erstmal frühstücken. Und genau, um 9 Uhr geht dann der erste Shuttle ins Disneyland. Also Auswahl hat mich hier mehr als genug und ach, die Sonne scheint. Ich bin so glücklich. Ja, ich denke, da wird man fündig. Hast du schon was gefunden? Auf der rechten Seite direkt der Bahnhof. Das heißt, ihr könntet theoretisch auch mit dem Zug hierher fahren.
und der Zug hält praktisch fast im Disneyland. Also wie gesagt, hier ist der Bahnhof und da hinten ist der Eingang vom Disneyland. Also könnt ihr hier auch sehr bequem mit dem Zug hinfahren. Okay, wir sind durch die Sicherheitskontrolle gekommen. Das wird hier wirklich extrem kontrolliert. Also wir waren ja vor kurzem im Europapark, kann man nicht mal ansatzweise vergleichen. Aber finde ich echt gut, dass hier sehr viel kontrolliert wird. Ich meine, gerade Frankreich, Paris ist ja gerade, was Anschläge anbetrifft, auch kein unbeschriebenes Blatt leider. Und ja, fühlt man sich auf jeden Fall doch sehr viel sicherer, wenn hier so viel kontrolliert wird. Und wir sind jetzt durch die Sicherheitskontrolle. Schaut euch das mal an. Und da hinten stehen sie schon, alle für rein, ist noch zu. Ich glaube, in einer Viertelstunde macht es jetzt auf. Oh, da bin ich gespannt. So, zurück zum aktuellen Tag. Ja, ich bin wirklich total begeistert. Hier gibt es so viele tolle kleine Details und ich weiß jetzt gar nicht, wo wir als erstes hinlaufen. Aber wow, schaut euch das einfach mal an. So schön. Und das Wetter spielt noch mit. Sie haben tatsächlich für heute das beste Wetter überhaupt gemeldet. Also heute soll es, glaube ich, bis 26 Grad werden. Und ja, morgen soll es vielleicht ein bisschen regnen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben unsere Regenjacken vergessen. Und wir waren gestern ja in diesem Disney Store, wo ich mir unter anderem diese Öhrchen gekauft haben. Und allerdings gibt es dort keine Regenjacken. Von daher hoffen wir, dass es nicht regnet. Ansonsten, ja, werden wir mal schauen. Werden wir schon was finden, ganz bestimmt.
Also wir waren gerade auf der Flucht der Karibikbahn. Und diejenigen von euch, die schon mal im Europapark waren, denen wird diese Bahn sehr, sehr bekannt vorkommen, weil die sind vom Aufbau wirklich ja, fast gleich, würde ich sagen. Das Einzige, was uns hier aufgefallen ist, ist, dass die Figuren so viel besser sich bewegen. Also das ist wirklich schon fast menschlich, wie die Figuren sich in dieser Bahn bewegen. Und ja, war aber wirklich sehr, sehr schön gemacht und auch gerade Jack Sparrow am Ende, also es war wirklich richtig toll. Also man könnte fast meinen, da hätte ein echter Mensch gesessen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Pinocchio, ne? Mhm. Zu Pinocchio und ja, dann schauen wir mal, was es dort zu sehen gibt. Wir sind gerade im Disney-Schloss, haben uns gerade die Parade angesehen und war sehr schön, sehr voll. Also sehr, sehr viele Menschen, sehr viel Gedränge. Am besten, wenn ihr die Parade schauen wollt, schaut, dass ihr bei Zeiten vor Ort seid. Bei uns war es jetzt wirklich so, dass wir noch in It's a Small World waren und deswegen relativ spät erst zur Parade gestoßen sind. Dementsprechend voll war es schon, aber wie gesagt, wenn ihr sie sehen wollt, seid am besten früh an, weil ihr habt ja gesehen, wie voll es ist. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, war sehr, sehr schön. Auch die Wagen, die waren wirklich sehr schön gemacht mit sehr viel Liebe. Und die Eskalation bei Elsa und Anna war wirklich, war lustig, ne? Thank you.
wir sitzen mal wieder und warten. Wir sitzen gerade am, wie heißt das, ein Horrorhaus? Phantom Manor. Es geht eigentlich von der Wartezeit, also es sind 25 Minuten. Es ist heute relativ lange von den Wartezeiten. Und gerade so die Sachen wie Pinocchio und so, also wir wissen nicht, ob das normal ist, aber uns ist so vorgekommen, als ob die unglaublich schnell die Fahrgeschäfte gemacht hätten. Also dass man da unheimlich schnell durchrast praktisch. Und ja, fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil man nicht so viel Zeit hatte zum Schauen. Aber ich muss sagen, das, was wir vorhin noch gefahren sind, das war Peter Pan. Und das war, glaube ich, bisher mit Abstand das Schönste. Also das hat mich total begeistert. Das war einfach wunderschön anzusehen. Und genau, jetzt stehen wir gerade, wie gesagt, an dem Horrorhaus an. Da vorne ist es. Also die Schlange ist noch ein bisschen, aber ja. Ein Ende ist auf jeden Fall mehr in sich als vorhin bei Peter Pan. Da haben wir über eine Stunde angestanden. Aber das gehört dazu und das ist ja auch okay so. Und das Wetter spielt ja auch mit. Und von daher schauen wir mal, was wir im Horrorhaus so erleben. Baumhaus vom Robinson Crusoe gesehen und das hier ist unser nächstes Ziel und zwar ist das Labyrinth von Alice im Wunderland und wie es da drin aussieht, das seht ihr jetzt.
Das ist tatsächlich so der einzige Nachteil hier. Es ist logischerweise alles auf Französisch, weil wir in Frankreich sind. Aber es werden auch kaum Übersetzungen angeboten. Also wenn man Glück hat, ist was in Englisch da. Aber in den meisten Fällen dann doch nicht. Aber jetzt gerade aus. Wie gesagt, wenn ihr Französisch könnt, ist das natürlich Jackpot hier. Aber wie gesagt, es sind auch teilweise Übersetzungen auf Englisch dabei. Und ja, aber Englisch wäre dann doch sehr empfehlenswert, weil auf Deutsch haben wir bisher noch gar nichts gefunden. Aber man versteht die Sachen auch eigentlich ohne, dass man ja, eine Übersetzung braucht. Vieles ergibt sich aus der Situation. Und von daher kann man das auch ohne Französisch oder Englischkenntnisse ganz gut genießen, denke ich. Das war das übrigens, was ich gemeint habe. Es ist alles auf Französisch. Also keine Ahnung, was da gesagt wird. Ich glaube, da vorne geht es nicht weiter. Ja, aber man kann es aus der Situation heraus verstehen. Und wie gesagt, wenn man die Filme kennt und Alice im Wunderland und auch weiß, was es mit diesen Soldatenkarten auf sich hat, dann ja, versteht man das schon. Vom Schloss. Wir warten auf die Show. Es sind tatsächlich noch fast 2 Stunden, die wir jetzt hier sitzen. Eigentlich war so unser Plan, wir gehen eine Stunde vorher hin und reservieren uns einen Sitzplatz. Allerdings ja, ist hier schon so viel los gewesen, als wir gerade einmal durch sind, dass wir gesagt haben, wenn wir uns jetzt nicht hinsetzen, dass dann ja, wir in einer Stunde überhaupt gar keinen Platz mehr bekommen. Deswegen werden wir jetzt hier warten, werden vielleicht noch ein paar Kekse essen und ja,
sind mal gespannt, wie es hier in 2 Stunden abgeht. Die Show soll ja sehr, sehr schön sein. Ich habe nur Gutes gehört von Sebastian, von Freunden und eine Seifenblase. Die sind hier überall, die Seifenblasen. Hier gibt es so verschiedene so Seifenblasenkanonen, deswegen sind hier überall Seifenblasen. Es ist ganz, ganz witzig. Deswegen, wir warten jetzt noch 2 Stunden und dann schauen wir zusammen das Feuerwerk an. Und ihr seid natürlich auch dabei. In 1992, a magical parade celebrating the legacy of Walt Disney sparkled to life, bringing joy and imagination to shine into our hearts. Aujourd'hui, la parade revient. Today, the parade returns. We'll be right back.
Ja, Leute, Tag 2. Sebastian läuft auch schon hinten dran. ja, ihr seht es am Wetter. Leider ist heute nicht ganz so schönes Wetter. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir die Regenjacken dabei gehabt hätten, dann wäre strahlender Sonnenschein heute. Aber naja, es ist, wie es ist. Das Gute ist beim Disneyland, dass wirklich 80% der Attraktionen wirklich überdacht sind. Das heißt, selbst bei schlechtem Wetter ja, hat man da überhaupt gar keine Probleme. Es ist halt nur nicht ja, vom Ambiente her so schön, wie wenn es natürlich, wenn natürlich die Sonne scheinen würde. Aber wir werden natürlich das Beste draus machen. Wir starten heute Morgen in den Walt Disney Studio Park. Also wir sind heute in dem Park nebendran. Wir haben Karten, wo man praktisch hin und her switchen kann. Also ich gehe mal davon aus, dass wir heute Morgen erstmal in dem Walt Disney Studio Park sind und da wahrscheinlich später wieder rüber wechseln. Und ich habe ja gestern gar nichts mehr zum Feuerwerk gesagt. Also ich muss sagen, das war wirklich faszinierend. Oh, wir kommen in den Regen. Das war wirklich das Faszinierendste, was ich je gesehen habe. Also ich hatte ja schon sehr hohe Erwartungen, weil mir einfach so viel auch bereits im Vorfeld davon erzählt wurde. Aber das ist jetzt wirklich so extrem, ist so wunderschön. Ich hatte wirklich Tränen in den Augen. Ja, also wenn ihr da seid, es ist relativ spät immer. Also das war jetzt gestern um 10:30. Ich weiß, wenn man kleine Kinder hat. Ah, da kommt der Schimpf. Dankeschön. Ich weiß, wenn man kleine Kinder hat, dann ist das wahrscheinlich sehr, sehr spät. Aber falls es die Kids irgendwie aushalten, ich würde es euch empfehlen, schaut euch das an. Das ist wirklich das ja, Krasseste, was ich je gesehen habe. Und spannend war es dann auch noch auf dem Rückweg. Ich habe das so ein bisschen mitgefilmt, weil das war wirklich extrem, weil alle Leute auf einmal aus dem Park gestürmt sind und alle Leute auf einmal in diesen einen Bus wollten. Man wurde fast vor den Bus geschubst, also wirklich, das war, dass da keine Massenpanik ausgebrochen ist, war wirklich alles. Ja, ich habe ein paar Videoaufnahmen gestern gemacht, da könnt ihr es euch mal ansehen. Weil, wie gesagt, das war wirklich keine schöne Erfahrung gestern Abend. Und ich verstehe auch wirklich nicht die Menschen, die dann meinen, sie müssen von hinten noch drücken, wenn die Leute fast vor einen fahrenden Bus geschoben werden. Ja. Muss man nicht alles verstehen. Aber wir freuen uns trotzdem, trotz des schlechten Wetters. Hier seht ihr schon, sind wir fast da. Und von daher wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit dem zweiten Tag. Thank you.
ça va? Je suis Peter Parker. Ici, chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a les particules. J'active les protocoles de niveau 2. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème d'arachide? Je vais vous aider. Tu vois, tu vas. Gerade zurück hier im Hotelzimmer. Ich wollte euch aber noch eins zeigen. Guck mal, Sebastian. Wir haben Zusatz bekommen. Eine neue Reisebekleidung. Baby Yoda. Ich komme jetzt immer mit auf Reisen. Ich habe gestern nicht mehr so viel mich zu Wort gemeldet, einfach deswegen, weil es durchgehend geregnet hat. Also es war leider vom Wetter nicht sehr gut, aber das ist tatsächlich beim Disneyland gar nicht mal so schlimm, weil 80% der Attraktionen sind überdacht und ja, deswegen ist das auch gar nicht so dramatisch. Also selbst bei schlechtem Wetter kann man noch sehr, sehr viel dort machen. Wir haben allerdings die Show gestern Abend, also diese Lichtershow beim Disney-Schloss, haben wir uns nicht mehr angeschaut, einfach deswegen, weil wir hatten es ja einen Tag vorher und der Tag vorher, das war einfach perfekt. Es hat vom Wetter gepasst, es war wunderschön warm und es war einfach das perfekte Erlebnis und deswegen wollten wir es uns nicht so ein bisschen versauen, also die Erinnerung versauen, indem wir ja, es uns bei strömenden Regen nochmal anschauen und hatten dann auch tatsächlich keine Lust mehr, da länger im Regen zu stehen und genau, haben es uns dann gestern Abend einfach noch gemütlich gemacht, waren noch was trinken und ja, aber wir wollten euch noch so ein bisschen erzählen, was so unsere Highlights waren. Sebastian ist auch da. Hi. Und
schaut mal bitte, wir haben Zuwachs bekommen. Ich habe es ja gestern schon kurz erzählt, das ist unser Baby Yoda. Er wird ab sofort immer mit auf Reisen kommen, also in den nächsten Vlogs werdet ihr ihn, denke ich, immer mal sehen. Wir hoffen, wir denken dran. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht vergessen. Aber ja, wir versuchen dran zu denken. Wie gesagt, dann ist Baby Yoda jetzt auch immer mit am Start. Und ja, also was gestern, also wir waren ja noch in diesem, ich weiß schon wieder nicht, wie er heißt. Hollywood Tower of Terror. Hollywood Tower of Terror. Und also Sebastian ist ihn schon mal gefahren. Und er wusste, ja, was uns dort erwartet. Aber ich war tatsächlich nicht ganz so vorbereitet. Aber es war richtig gut. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern für diejenigen, die sich da überraschen lassen wollen. Also es ist auf jeden Fall eine von den rasanteren Bahnen vom Disneyland. Allgemein ist Disneyland sowieso sehr für Kinder ausgelegt, also beziehungsweise auch für extreme Disney-Fans. Aber ihr könnt dort wirklich richtig gut mit Kindern auch hingehen. Wenn ich jetzt mal so überlege, beim Europa-Park sind ja doch sehr viele Achterbahnen mit dabei, auch viele, wo die Kleinen noch nicht fahren können. Und hier im Disneyland ist es tatsächlich komplett anders. Wir sind mal wieder an einer Mautstation. Müssen wir hier jetzt wieder bezahlen oder kriegen wir hier nur die Karte? Ticket. Okay. Das ist echt ziemlich extrem hier mit den Mautstraßen gefühlt. Alle paar hundert Meter kommt hier eine Mautstation. Genau, wo sind wir vor der Mautstation stehen geblieben? Ah, mit dem Hollywood Tower of Terror. Ja, also das war wirklich richtig gut. Hat mir sehr gut gefallen und ist auch mal mit ein bisschen mehr Action verbunden. Und ja, was auch noch ein absolutes Highlight war, gestern war Ratatouille, ne? Das war richtig gut. Haben wir auch tatsächlich so noch nicht gesehen, weil die Bahnen, die sind magnetisch praktisch gelaufen. Also es gab keine Schienen, so wie man es normalerweise kennt, sondern die, ja, Waggons sind magnetisch und da war so viel Technik hinten dran. Also das war echt verrückt, das zu sehen und dass das alles funktioniert und dass jede Gondel und jeder einzelne Waggon weiß, wo er hinzufahren hat. Ich weiß, das ist alles programmiert und das funktioniert dann auch alles. Aber trotzdem ist da ja sehr viel Technik mit dabei und ja, deswegen war sehr interessant. Also so eine Bahn sind wir auch noch nicht gefahren. Und was ich tatsächlich, ich glaube, ich hatte das am ersten Tag schon gesagt, was eins von meinen Highlights definitiv war, war die Peter Pan Bahn. Die fand ich unglaublich schön. Also mir hat das richtig gut gefallen. Also da ist man praktisch wie so über die Stadt geflogen. Also so wie man es halt von Peter Pan kennt. Und ja, war richtig, richtig toll. Was waren so deine Highlights? Außer Baby Yoda. Ich glaube, mein absolutes Highlight war die, die Show am Ende von, ja, vom ersten Tag. Und Ratatouille. Ja. Und ich glaube, die Mickey Magician Show oder wie die hieß. Ah ja, stimmt. Genau, zu den Shows haben wir noch gar nichts gesagt, ne? Ja, also wir waren gestern, dadurch, dass das Wetter nicht ganz so gut war, waren wir auch in zwei Shows noch gewesen. Einmal in Mickey und der Zauberer und das war wirklich richtig, richtig toll. Also ich habe schon im Vorfeld gehört, dass die Show ganz gut sein muss, aber die war wirklich genial. Also da war Gesang drin, da war Zauberkunst drin, da war Schauspiel drin. Für die Kinder war es, glaube ich, richtig, richtig toll und ja, also war wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Und dann waren wir noch in König der Löwen, das war die neue Interpretation von König der Löwen. Also das war jetzt nicht das komplette Musical, so wie man es kennt, sondern die Shows waren so, ja, so 30 Minuten, ne, waren die circa. Und das war dann halt ein bisschen mehr mit Akrobatik gemacht und was ich total faszinierend fand, war, dass König der Löwen jetzt einfach schon 30 Jahre alt ist. Genau, also die Shows sind auf jeden Fall richtig, richtig schön und könnt ihr euch sehr gut anschauen, auch gerade wenn es irgendwie so Tage sind, so wie gestern, ja, dass es ein bisschen verregneter ist. Und ja, also mein absolutes Highlight so von allem ist wie bei Sebastian definitiv die Show. Also das war wirklich wunderschön. Ich hatte so oft Tränen in den Augen. Wirklich, es war so, war richtig toll. Von daher, ja, würde ich sagen, oder hast du noch was zu sagen?
Okay. Nee. Dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und vielleicht habt ihr jetzt selbst Lust, mal ins Disneyland Paris zu fahren. Und genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und vielen Dank fürs Schauen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und auch sehr gerne einen Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann! The one thing.